Als Sportler muss sich Thomas Müller derzeit mit der Rolle des Zuschauers begnügen. Aber Rückschläge wie auch seine aktuelle Verletzung werfen ihn nicht aus der Bahn. Denn seinen großen Rückhalt hat er schon vor vielen Jahren gefunden. Lisa Müller. Und bei ihr gerät er noch immer ins Schwärmen. Kostprobe gefällig? Ja, also sie ist Mitte 20, jung geblieben. Und hat grüne Augen. Nee, meine Frau ist sehr witzig, sieht sehr gut aus, bringt mich zum Lachen, sehr liebevoll. Das gesamte Paket. Da stimmt also das Paket. Und 2009 läuteten die Hochzeitsglocken. Lisa und Thomas, das harmoniert einfach. Vor der Werbefilmkamera und auch im wahren Leben. Ich schätze ihn einfach so, wie er ist. Neugierig, spitzbübisch, humorvoll, auch wenn es mal schlechte Witze sind. Ja, aber ein schlechter Witz, der lebt ja auch. Also die Stimmung lebt auch von einem schlechten Witz. Und auch liebevoll. Oh ja. Und zum Dank gibt es für Thomas sogar eine Massage. Lisa und Thomas Müller, zwei, die füreinander da sind. Eine Musterehe im schnelllebigen Fußballgeschäft, ohne Skandale. Erfolgsrezept? Ab und zu mal ein verbaler Zweikampf. Natürlich provozieren wir uns auch gegenseitig, ab und zu auch immer ein bisschen bewusst. Aber es heißt ja, was sich neckt, das liebt sich. Ne? Und ja. Ein bisschen Reibung erzeugt Wärme und Wärme ist Wohlbehagen. Thomas Müller, der Beziehungsexperte. Doch jetzt gilt es, alles für ein schnelles Comeback zu geben. Und Lisa weiß, dass sich ihr Thomas nicht so leicht unterkriegen lässt. Der ist immer gut drauf. Und auch wenn mal ein Problem ist, dann zieht er ihn das nicht so runter wie jemand anderen. Also er kann da doch mit einer gewissen Souveränität und Entspanntheit rangehen und drüber hinwegsehen. Wie heißt es so schön? Hinter jedem starken Mann steht doch immer eine starke Frau. Auf die Müllers trifft dieser Spruch auf jeden Fall zu.